Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Gun. Ah, Hilfe, ich werde schon angegriffen. Beim letzten Mal haben wir den Angriff auf die Stadt Empire begonnen und jetzt bringen wir es zu Ende. Wir schleichen uns in die Opiumhöhle, wo wahrscheinlich Clay festgehalten wird, den befreien wir und dann geht's ab zu Hoodoo Brown. Den machen wir fertig. Habe ich eigentlich Pfeile? Ich hätte jetzt Lust, hier mit dem Bogen zu arbeiten. Ach, du gehörtest gar nicht zu denen. Zack. Ich sehe dich, mein Freund. Hört auf, so zu lachen. Ihr Süchtigen. Das interessiert die gar nicht, dass ich hier bin. Naja gut, müssen sie ja selber wissen, ne? Boah, dieses Gelache geht einem ja, ne? So. Brenne, Fass, brenne. Das dürfte der Geheimtunnel sein. Der geht durch die ganze Stadt durch, wenn man hier mal auf die Minimap schaut. Bis in den Keller des Saloons. Da. Sounds like some of your boys are attempting a rescue. The fools. Come morning, I'll be hanging them all. Na, eher nicht. Back to the Pliers, if that's what you prefer. How many men are attacking the town? So. Nanu, wo ist ein Hudo hin? Abgehauen, was? Feige Sau. So, das brauchen wir alles nicht. So, Clay, wie sieht's aus? Geht's dir gut? Boah, hier ist alles voller Blut. Was haben die mit dem gemacht? Oh, Folterwerkzeuge. Oh Mann. Okay, kein Problem. Ich mach das allein. Das werde ich, mein Freund. Das werde ich. Erledige Hoodoo Brown. Jetzt geht's los. Dem Sack zeigen wir es. So, und die können wir runterballern. Dann gibt's hier erstmal ein schönes Feuer. Verdammt, da rennt irgendwo schon Hoodoo rum. Au. Ich hab Angst vor Hoodoo. Das reicht's mir. Ach, da oben haben wir sogar Hoodoo. Ja, hau ruhig ab. Wird jetzt auch nicht mehr nützen. Habe ich die Faxen dicke. Hier wird wieder alles abgerissen. Brennen soll er. Wo haben wir den denn? Der sitzt da irgendwo hinter dem Tisch. Glaube ich zumindest. Hudo? Wo bist du? Der ist irgendwie... Ist der wieder unten? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen?
Ne, der kann gar nicht hier unten sein. Schauen wir mal oben nach. Vielleicht ist er ja in sein Büro gerannt. Aber ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass er irgendwo steht und mich ins Kreuzfeuer nehmen will. Aber gehen wir halt weiter nach oben. Please, kid. Just let me go. Niemals. I'll give you whatever you want. I want some answers. Let's start with a steamer. Why was it ambushed? Tell me. Or I'll turn your brains into wallpaper. There was something on board. Something Magruder's whore had made off with. Sadie. What was it she took? I don't know. Only the preacher knew. Magruder sent him to get it back at all costs. But the bitch stowed it in the pilot's safe. It sank when the boilers blew. It's under 10 feet of water. You can't get to it. When the snow is melting. This time of year, the water level's dropped a dozen feet or more. Hm, das ist gut. Hoodoo. Schau, mein Freund. Dich brauche ich nicht mehr. Ich zücke auch gleich hier den Bogen. Mit dem mache ich ihn fertig. Na. Stirb gefälligst mit Ehre. Komm schon. Don't see many citizens rushing to your aid, Mr. Mayor. Why might that be? How funny it'll be to see the... Zack. Feierabend. I'm Hoodoo Bro! Zack. Wieder einer auf meiner Todesliste, den ich erledigt habe. Gesundheit plus 25, neue Pokermission verfügbar. Das klingt doch schön. Doppelter Friedensstifter. Der Revolver, der den Westen beherrscht. Hoodoos dekorativer Doppelläufiger. 45er Colt ist stark und schnell beim Nachladen. Ja, mit Doppellauf ist in dem Fall gemeint, dass wir zwei davon kriegen. Makes a stink, don't he? Wish you'd stay, kid. Could use you when Magruder retaliates. Gotta get what's in that safe. Maybe that can help bring him down. Off to Dodge first, though. Dodge? What for? To pull a certain safecracker out of retirement. Yeah! Ah ja, stimmt. Der Soapy hängt ja da rum. Den brauchen wir jetzt. Tja, Hudo, bist ein little bit tot. Whatever's in that safe means more to Magruder than life itself. If I can get to it first, maybe I can finish what Ned started. Das sehe ich aber auch so. Aber nichts übertreiben, wir gucken uns erstmal unsere schönen neuen Waffen. Ah, das wollte ich gar nicht. Tut mir leid, Bevölkerung. Boah, das sieht doch schön aus hier. Schicke Waffen. Wunderschön. So, wenn wir nämlich schon mal hier sind, würde ich sagen, schauen wir doch glatt mal beim Bundesmarschall vorbei, was der zu tun hat. Hallo. I hear some smallpox vaccines have been taken. Whether it's Indians or Renegades, I don't care. Get that stuff back to me, safe and sound. Alles klar, können wir machen. Wieso die mir immer den Bogen in die Hand drücken? Ich will mit den schönen Knachen hier reiten. So, finde die Diebe auf den Dächern, können wir machen. So, da können wir unsere Waffen gleich schön ausprobieren. Ich hätte vielleicht doch den Bogen benutzen sollen, dann wüssten jetzt nicht alle, dass ich da bin. Klappt doch gut. Rauf geht's. Den kann ich doch gar nicht erwischen. So, du kriegst auch noch einen ran. Nein, ich bin gefallen. So, wie komme ich jetzt am günstigsten wieder rauf? Kann ich hier hochspringen? Jo. Oh Gott. Ach, das ging doch leicht. Mensch, Peter, keine Angst, du kannst das. Ein Schuss und der hat gesessen, schon war die Gatling umbenannt.
Unbemannt, nicht unbenannt. Ich nenne die jetzt Peter Bums oder so. Wums Peter, irgendwie sowas. Ne, ne, lassen wir das mit dem Unbenannt. Was ist mit dem Stoff? Ah, hier, okay. Haben wir gut gemacht. Hab ich doch. So, Waffenhand plus 3, Schnellziehen plus 5, Nahkampf plus 5, Bargeld 10. Also über das Geld können wir uns echt nicht beschweren. Hier laden wir mal eben noch nach. Und jetzt kaufen wir ein bisschen ein. May I interest you in some fine wares? Na, aber hallo. Dafür bin ich hier. So, was hast du denn alles? Verbessert Gewehrschaden um 50%. Das klingt gut. Und dann kaufen wir uns noch den extra Dynamit-Schlott, genau. Wir kaufen uns den Schlott und dann klappt das. Wieso haben wir kein Pferd gekriegt? Sonst kriege ich immer eins. Du bist schuld. Oh nein, ich will keinen Showdown. Wir rennen jetzt nochmal zurück zu unserem Freund, dem Bundesmarschall. Der hat doch bestimmt auch ein bisschen was zu tun für uns. Schade, ich dachte, man kann den Hut wegballern. Wäre doch schön gewesen. Ich rede mit Bundesmarschall. Some Chinese fella says his buddies have been taken hostage. It's happened in a mine in the Badlands. Get a horse and take care of it for me. Alles klar, kann ich machen. Verdammtes Pack, man nimmt keine Geiseln. Jetzt arbeite ich mit dem Bogen, vielleicht kriegen die dann gar nicht mit, dass ich da bin. Dann kann ich schön ruhig Mann für Mann ausschalten. Aber erstmal kannst du ihn wieder wegstecken hier, Colt. Die Badlands sind doch gar nicht so weit weg, die müssen direkt da hinten sein. Wenn ich mich recht entsinne, so groß ist die Karte ja nicht, also werde ich recht haben. Ich habe immer recht. Habe ich beschlossen. Jetzt gerade. Swing. So, da haben wir auch schon... Ach, du Schande. Mit einem Pfeil alles ausgeschaltet und verloren. Weil ich die Geisel getötet habe. Okay, also ich weiß schon mal, worauf ich nicht ballern darf. Nämlich auf besagtes Fass. Zack! Thank you, sir. Läuft doch super. Musste ich's doch. Gib mir das Gold. Ich brauche das Gold. Hier ist aber auch alles voll mit Dynamit hier unten. Mein lieber Scholli, reinstes Waffenlager. Oh, das war nicht so gut. Ich habe die Geisel getötet. Ich böser, böser Kerl. Dann schnappen wir uns jetzt halt doch das Gewehr. Stirb. 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 Ah, das Gold durften wir behalten, oder? Dann muss ich das nochmal abbauen. Nö, das durften wir behalten. Gut. Gut, 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 gut. Geh doch mal weg, du Fass. So, erledigt. Und jetzt gib mir das Gold. So, Mission erfüllt, würde ich sagen. Ah, wir sind draußen. Waffen plus 3, Schnellziehen plus 5, Nahkampf plus 5 und Bargeld 10. So, jetzt gucken wir aber mal, ob wir jetzt überhaupt noch Missionen bei dem Typen haben. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Mann des Gesetzes ist immer noch 83. Habe ich was nicht mitgekriegt? Ja, gut, okay. Farmarbeit 43, Pony Express 10, Rettung 43, also egal. Muss man, glaube ich, nicht verstehen. Auf jeden Fall haben wir noch einiges zu tun, nebenmissionstechnisch. Ich würde sagen, wenn wir hier schon mal in der Nähe sind, jetzt habe ich leider kein Pferd, laufen wir rüber zur Farm. Der hat doch bestimmt inzwischen wieder einiges an Arbeit für uns.
Dann können wir mal wieder schön entspannt ein paar Missionen zu Pferde erledigen. Vielleicht wieder Kälber treiben, Pferde treiben, wer weiß das schon. Mit der Farmerin treiben. Ja, dann würde ich nämlich sagen, machen wir jetzt erstmal noch ein bisschen Nebenmissionen, damit wir dann, ja, bessere Statistiken haben, wenn es weitergeht mit der Story. Wir sind ja jetzt gerade an einem schönen Punkt, wo man ein bisschen Pause machen kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns, hier gibt's Schweine, lol. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beziehungsweise wir sehen uns doch noch nicht beim nächsten Mal wieder. Hier gibt's nämlich keinen Farmer. Der Sack ist ausgeflogen. Dann reiten wir auf einem Kalb. Ne, wir reiten auf einem Pferd zurück nach Empire. Und dort werde ich dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und noch nicht hier. Dann machen wir beim nächsten Mal halt eine schöne, wieder ein schönes Video voll mit Pokern. Weil da müssen wir jetzt ganz schöne Pokermissionen haben. Das dauert ja immer eine Weile. Deshalb beim nächsten Mal wieder ein schönes, langes Video voll mit Pokerei. Wo ist es? Du aber auch, mein Freund. Du aber auch. Verdammte Banditen. Ah, Hilfe, Hilfe, Wand. Ruhig, Pferd, ruhig, nicht gegenbrechen. Sonst gibt das Schmerzen. Der Bundesmarschall hat auch noch Zeug zu tun, also hier, der hat jede Menge Arbeit. Und hier gibt es keine Pokermission. Also irgendwie alle Missionen, die es geben müsste, gibt es nicht. Also sowas. Gut, okay, dann machen wir halt beim nächsten Mal mit dem Bundesmarschall weiter. Wenn wir halt hier nicht pokern können, hier. Sowas Gemeines aber auch. Na gut, wir sehen uns. Macht es gut!